einfach das Gerät nehmen, Akku einsetzen. Es liegt leicht in der Hand. Man kann es also auf dem Boden wie auch unter der Decke einfach handhaben. Pour mettre les clous, ça va tout seul. C'est super simple à faire. Hop là. Ils tiennent et ça fonctionne super bien. L'avantage du BX3 par rapport à un outil à gaz, déjà il est plus léger pour commencer. On n'a pas de gaz, on gagne du temps quand on appuie, qu'on fait comme ça. Il y va tout seul. C'est un gain de temps. Also wenn die Vorarbeiten getroffen sind, kann ich ungefähr 256 Halter in 1,5 bis 2 Stunden gut setzen. Wir sind hier in einem Wohnbau mit 21 Wohnungen in Mautern in Niederösterreich und sind seit 6 Monaten hier auf der Baustelle tätig. Wir haben mit dem Gerät die Bodenverrohrung in dieser Wohnung gemacht. Damit haben wir über 1000 Nägel gesetzt mit 2 Akkuladungen. Viel weniger Rückstoß im Gegensatz zum Gaslader und eine geringere Lautstärke. Das Batteriegerät ist auf jeden Fall auch leiser als die anderen Setzgeräte. Man kann, wenn man in Ecken arbeitet oder so, kommen wir hier. Schön zurückklappen. Wackelt beim Aufsetzen nicht mehr so. Man kriegt den rechten Winkel auf jeden Fall viel einfacher. Ist gut. Der Anpressdruck, der ist relativ gering, also man muss im Grunde gar nicht mehr drücken. Das Gerät drückt schon von alleine und es liegt halt auch wieder gut in der Hand. La batterie, c'est les mêmes que sur mon TE4. C'est super bien, comme sur la disqueuse. Elles vont très bien. Et on a besoin d'un chargeur. Also die Setzqualität auch mit 24er Nägeln, die ist auch top. Aber da gibt es auch keine Abplatzer. Das Gerät hat mir von Anfang an gut gefallen. Also man konnte direkt schön damit arbeiten. Es war einfach nur leicht damit und nicht mehr so anstrengend wie früher immer. Also es ist wirklich top zum Arbeiten.